Sensors online. Weapons online. All systems nominal. So Leute, Tagless, Moin, Hi, herzlich willkommen, hallo und bla bla hier bei Sex, Guns and Rock'n'Roll. Wie es einige vielleicht mitbekommen haben in den Kommentaren zu dem einen oder anderen Video, habe ich mir jetzt vorgenommen, noch so eine kleine Stalker-Reihe an den Start zu bringen. Ich habe jetzt ja schon ein paar von diesen Alpha Strike Monobuilds gezeigt, hier mit Large Lasern, PPCs, ein Sniper-Build mit hier PPCs und einer Gauss-Rifle und so weiter und so fort. Und habe nun, wie in einem der Videos schon geschrieben, mir vorgenommen, dann andere Builds zu zeigen noch. Und zwar in diesem Fall jetzt erstmal ein paar Stalker-Videos. Danach wird wahrscheinlich eine Katapult K2-Reihe folgen. Wird sich aber alles so im Laufe der Zeit jetzt zusammensetzen. Ihr werdet ja sehen, wann die Videos so an den Start gehen und so weiter und so fort. Dieses Ding ist auf jeden Fall ausgestattet. Macht so den Anfang dann jetzt quasi in der weiterführenden Stalker-Reihe mit 4 Large Lasern und 4 SSRM-2, also Streak Short Range Missile 2er. Und hat somit noch ein wirklich akzeptables Schadenspotenzial, genau, ey. Und kann eine böse Überraschung für Lightmax werden. Ich habe jetzt leider keine Tonnen mehr für einen Bub über, für einen Beagle Active Pro, weil ich in dem Ding unbedingt die 300er Engine drin haben wollte. 300er Standard Engine. Ist von der Tonnage her nämlich soweit noch vollkommen in Ordnung. Mehr Gewicht braucht das Ding nicht, weil da einfach kein Platz mehr ist. Und damit läuft er halt mit Speed Tweak über 60 km/h und das finde ich halt echt wohl ziemlich geil bei einem Stalker. Vor allem hat das einige taktische Vorteile. Einige Leute sind erstmal hart überrascht, wenn ein Stalker sich so schnell bewegt. Und man kann sich dann doch noch erstaunlich wendig bewegen und schnell in Deckung huschen und sowas. Ein D4, dann gehen wir doch mal D rüber. New target acquired. Alle in D4. Mein Team ist so halbwegs aufgeteilt. Oh, da gibt es noch was in der City zum Aufreißen. Ein Jenner. Ich hoffe, er hat... Und noch was. New target acquired. Sind wohl doch nicht alle da drüben hingelatscht in D4. In D4, nach D4. Oh, ein Atlas. Das könnte ein harter Gegner werden. Auf den Jenner hätte ich jetzt schon gehofft, muss ich zugeben. Das wäre jetzt mal interessant gewesen, könnte ich direkt zeigen, ob dieser Bild denn tatsächlich, so wie ich das jetzt mal so ganz dick behauptet habe, ob der Scouts gefährlich werden könnte. Ich meine, Large Laser konzentriert auf ein Bein von so einem Lightmac, das ist schon mal eine harte Nummer. Aber mit den Streak Missiles, da könnte das nochmal wesentlich fieser enden für den Kleinen. Er hat sich jetzt aber schon gut verpisst und seinem Rudel begeben. Spot Target, ja, Panzerung ist angekratzt. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Wo kam das denn? Wie konnte mich jetzt noch ein PPC-Schuss treffen, wenn ich hinter dem Gebäude stand? Oder hat meine Schnauze noch so ganz dezent rausgeguckt? Ey, das ist noch immer so eine dezent ätzende Kiste. Ja, muss man sich halt doch noch schneller bewegen. Aber hier, ne? Dank der 300er Standard-Engine konnte ich mich auf jeden Fall vor den Missiles in Sicherheit bringen. Was hier aber noch immer das Problem ist bei diesen fetten Zeppelin, er hat einfach echt seine Probleme mit Hindernissen. Mit dem Stalker braucht man echt kaum mehr auf die Idee kommen, überhaupt irgendwo langlaufen zu können. Entschuldigung, ein bisschen eklig, aber das muss ja, da muss ganz schön viel Scheiß raus. Oh, aus dem Weg, Mann. Und der bleibt noch gerne mal so an so einer Treppenstufe hängen und so. Oder an einem kleinen Steinchen. Das sind aber auch schwere Gegner für so einen Koloss, ne? Ja klar, jetzt steht er da so tief, dass ich ihn nicht abschießen kann, ne? Lass mal da hinten rüber. Oh, das ist hier gleich eine Treppe, dass er hinter mir auftaucht. Das wäre für mich natürlich sehr schlecht. Was haben wir da? Ist da das Raketenboot? Dry Air. Bist du ein Raketenboot? Dann komm, steh immer böse. Was hat er denn? Oh, der ist aber noch fett ausgerüstet. Der hat die Locker schon fake zum Gegner anlocken. Aber der hat schon ein Seitentor so, zumindest verfärbt, ohne Panzerung. Gucken wir doch mal, was wir daraus machen können. Komponenten zerstört. Und Enemy zerstört. Ich war es jetzt zwar nicht leider komplett so. Shit, zu langsam, zu überhitzt. Habe ich ihn erwischt beim Runterfahren? Oh, nee, doch nicht. Shit, dann habe ich doch gerade diesen dicken Stalker kaputt gemacht. So, jetzt mal abwarten. Mist. Komm schon. Komm. Den Jenner will ich jetzt mal. Den will ich auf jeden Fall. Nein! Mann, wie unfair. Den wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann gehen wir jetzt mal zum Atlas rüber. Surprise, surprise. Konzentriert es vorher auf die Schulter, aber auf die falsche jetzt. Das ist doof gelaufen. Aber gut, die Hälfte seiner Bewaffnung zerstört. So ähnlich habe ich meinen Atlas auch aufgebaut. Ich habe mir
zugegebenermaßen jetzt den hier für 1500 Mac Credits oder so, wohl der halt gerade im Angebot ist. Night Vision? Night Do Vision? So. Streets. Und jetzt. Laser Action. Kaboom! Dafür hat sich das Überhitzen doch nochmal gelohnt. Also, ihr seht schon, mit diesem Bild kann man auf jeden Fall Spaß haben. Ich habe es eine Zeit lang immer gefahren mit. Cappen wir jetzt oder was? Da hinten haben wir einen Stalker. Ach, ich gehe zum Stalker. Ich will nicht cappen. Kein Caprin, Leute, ist wieder beim Caprin. Ich habe den Bild eine Zeit lang auch gefahren mit 6 Medium Lasern. Da hatte ich noch Standard Heatsinks drin. Und halt auch 4 Streak Missiles und Beagle Active Probe und so. Das war auch ziemlich geil, ziemlich spaßig, weil die meisten denken, so mit 6 Medium Lasern kann man ja nicht so viel ausrichten. Aber ich glaube, ich werde die Kiste auch noch mit 6 Medium Puls Lasern testen. Im nächsten Video, im übernächsten. Ihr werdet es sehen. Schaltet bald wieder ein. Ach man, ey. Ich sollte echt irgendwie, glaube ich, mal besser zocken gehen, wenn ich nicht so viel Scheiße im Kopf habe. Ach, wobei, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so muss ich zugeben. Und da hinten haben wir, das ist der Stalker, da ist der Catapult. Kommt so halbwegs in meine Richtung, dann kann ich vielleicht noch den Kill abstauben. Schade. Ich sag dir auch nicht vielleicht, ne? Stalker, da muss man was reindrücken. So eine Large Laser Lanze. Oh, die sind alle viel schneller als ich, die Schweine. Sogar der Atlas ist ja gleich schon. Mist. Oh, dem säbelt jetzt einer mal schön die Beine weg und dann war es das auch schon. Bis ich oben angekommen bin, ist er auf jeden Fall hinüber. Es sei denn, er stürmt jetzt dran vorbei und springt. Komm, aus dem Weg, Mann, aus dem Weg. Ich will auch noch drauf. Natürlich stellt sich der Sack mit seinem Atlas direkt da vorne. Sowas könnte ich ja hassen. Das ist so eine Kill-Abstauber-Garantie. Ja, aber das war schon. Das hat mir doch ganz gut gefallen. Dem Bild, das ist halt auch einer von den vielen, die man empfehlen kann. Bei einem Stalker 3F kann man sowieso nicht viel verkehrt machen. Wie gesagt, selbst mit massiv viel einfach nur Medium-Lasern kann man da schon fett was an den Start bringen. Von daher, das ist eine ganz coole Sache. Leute, in dem Sinne, Gebrabbel halt. Bis bald!